Gut geschlafen? Ich denke nicht, dass wir zusammengehören. Mein Typ ist er jetzt irgendwie nicht gewesen. Also irgendwie hat es mich total berührt, dass da jemand war, für den ich da sein konnte und dem ich was geben konnte. Einfach dadurch, dass ich so war, wie ich eben bin. Ich war mit meiner Diplomarbeit beschäftigt. Den ganzen Tag musste ich in der Uni sitzen und ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung, ob ich das schaffe. Es war so anstrengend. Aber sie war da. Sie hat das echt mit mir durchgemacht. Wenn es dann mal um meine Sorgen und um meine Ängste und um die Dinge ging, die mich betroffen haben, dann war er weg. Also war er innerlich weg, hat er keinen Bock drauf, hat ihn irgendwie aufgewühlt. Das sollte immer alles schön sein, was mich betrifft. Immer alles nett und spaßig und überhaupt. Und dass aber auch Dinge sind, wo man hinschauen muss. Und Dinge sind, die einfach echt scheiße sind. Da hat er irgendwie keinen Bock drauf und da hat er zugemacht. Hast du gedacht, sie ist eine eigenständige, unabhängige Frau oder was hast du erwartet? Ich habe gedacht, sie weiß, wo was anfängt, wo was endet. Und ich hätte nie gedacht, dass einfache Sachen so kompliziert sein können, wie sie das immer so gemacht hat. Das, was ich am Anfang gedacht habe, dass ich ihn irgendwo greifen kann und dass ich irgendwo hinter diese Mauern komme, war nicht so. Und je mehr ich irgendwie da war und je mehr ich versucht habe und je mehr ich irgendwas wollte, desto mehr war er weg. Schon damals am Anfang, als wir uns kennengelernt haben. Es war einfach, sie wollte über meine Gefühle reden. Sie wollte mir ihre Gefühle erklären. Sie wollte alles, was ich gespürt habe, erlebt habe, wollte sie alles erklärt bekommen. Das war einfach zu viel. Ja, ich finde irgendwie, wenn man eine Beziehung eingeht, dann braucht es irgendwie Verbindlichkeiten. Irgendwas muss so rein investieren. Ja, das habe ich erwartet. Ich finde irgendwie, keine Ahnung, du kannst nicht einfach nur sagen, ich habe eine Freundin. Das heißt irgendwie so viel, wie ich warte auf was Besseres. Warum soll ich über meine Gefühle sprechen? Das tue ich nicht. Oder hattest du das Gefühl, dass sie dich einengt damit? Klar. Weißt du, ich bin so, wie ich bin. Ich lasse mich nicht verbiegen. Das wäre eigentlich der Punkt gewesen, wo ich hätte gehen müssen. Aber ich hatte keinen Bock zu gehen. Scheiße, irgendwie, du kannst ja nicht die ganze Zeit dein ganzes Leben irgendwie wegrennen. Und also, habe ich mich ihm im Weg gestellt und habe irgendwie gesagt, dass er bleiben muss. Und ich denke, ich habe mich genug geöffnet. Ich habe mich genug gegeben, aber sie hat das nicht mehr gecheckt. Sie hat das nicht mehr gecheckt, weil sie ständig mit sich selbst beschäftigt war. Und noch mehr, weißt du? Und ich habe es wieder, ich habe weiter versucht, aber sie hat das überhaupt nicht gesehen. Sie hat das überhaupt nicht verstanden. Was ich da tue, dass ich überhaupt was tue. Für sie war das wahrscheinlich zu wenig. Er wollte ja, dass ich gehe. Nicht gesagt. Na, ich sag so, dieses ich liebe dich sagen zu müssen, wenn du es nicht kannst. Ich kann es nicht. Wie wäre es, wenn du ihm jetzt über den Weg laufen würdest? Da ist schon noch ein Haufen Wut. Ich würde sie gerne sehen, wissen, wie es ihr geht. Aber einerseits weiß ich nicht, ob man immer so viel kämpfen muss, immer dafür was machen muss, damit es einfach mal funktioniert. Weißt du, das? Wie ist es für euch?
Also ich freue mich. Ja, ist okay. Könnt ihr euch vorstellen, euch jetzt, weil ihr habt euch jetzt vor lange nicht mehr gesehen, ob ihr euch einfach mal wieder trefft oder? Ja. Also nicht so spontan wie jetzt. Also ich würde mich freuen. Ja. Klar. Kann man schon mal machen.